willkommen zur Medienkonferenz mit unserem Cheftrainer Jerry Seane und unserem Mittelfeldspieler Vincent Sierro. Ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße die UEFA-Vertreter und selbstverständlich alle anwesenden Medienschaffenden sowie die zugeschalteten Medienkollegen. Ich gebe gleich das Wort Jerry. Wie sieht die personelle Situation aus bei uns? Hallo zusammen. Weiter verletzt ist noch Esteban Petinha. Michel Abischer ist gesperrt. Und David van Balmos wird noch nicht von der Partie sein. Er hat 2 Trainings mit der Mannschaft gemacht und ist noch nicht bei 100%. Er ist auf einem guten Weg. Es hat bis jetzt in diesem Protokollverfahren keine Rückschläge gegeben. Trotzdem ist dieser Einsatz verfrüht. Das ist einerseits schade, andererseits haben wir vollstes Vertrauen in Guillaume Febvre, der das beide Mal jetzt sehr gut gemacht hat und wir vollstes Vertrauen in ihn haben. Wieder zur Verfügung steht Christopher Martins. Ist klar, es fehlt noch ein bisschen. Er hat das letzte Wochenende mit der U21 gespielt. Wir haben international die Möglichkeit, 23 Spieler ins Kader zu nehmen und so rutscht er nach. Es ist noch nicht so, dass er von Anfang an spielen könnte, weil die physische Verfassung noch ungenügend ist. Doch sind wir froh, dass er jetzt nach zwei Wochen Mannschaftstraining wieder zur Verfügung steht. Besten Dank und jetzt bitte Ihre Fragen. Alain Kunz. Ja, Jerry, es war oft die Rede vom Wunder von Bern von 1954. Damals gab es ein, ich sage mal, profanes 3:2. Diesmal braucht es ein 3:0 oder sogar eigentlich noch ein Tor mehr, so oder so, und Penaltyschießen allenfalls. Was wäre denn das, wenn Niebe weiterkommen würde? Würdest du es bezeichnen als Riesenwunder? Darüber mache ich mir selbstverständlich keine Gedanken. Das ist ja die Aufgabe von euch, den Ereignissen einen tollen Namen zu geben. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Leistung. Wir müssen eine bessere Leistung, wir wollen eine bessere Leistung als im Hinspiel abrufen. Wir wollen den Gegner offensiver verteidigen. Wir müssen es schaffen, den Gegner vor mehr Probleme zu setzen. Wir wollen mehr Offensivaktionen. Also unsere Denkweise ist, die Leistung verbessern, besser ins Spiel kommen. Wir wollen ein anderes Spiel sehen als letzte Woche. Und soweit Überlegungen, wie du machst, können wir nicht machen. Wir gehen die kleinen Schritte über die Leistung ins Spiel kommen. Vielleicht so in die Nähe des gegnerischen Tors zu kommen, gute Torchancen zu haben, eventuell in Führung zu gehen, kein Tor zu bekommen. Das sind die Gedanken, die wir haben. Und ich verstehe deine Frage, aber ich kann dir keinen Titel geben für deine Gedanken. Ja. Aber man hält das grundsätzlich schon für möglich, dass man dieses 3:0 Handicap aufholen kann. Warte. Nein. Im Sport allgemein ist immer alles möglich. Mit dieser Einstellung geht man auf den Platz. Man will immer das Bestmögliche aus dem Spiel holen. Wir wissen, dass es eine große Hypothek ist und es macht keinen Sinn für uns, an ein 3:0 oder ein 4:0 zu denken, sondern wir müssen den Weg der kleinen Schritte gehen. Wir müssen es schaffen, eine bessere Leistung auf den Platz zu bringen. Es gibt viele kleine Schritte, die vorher gemacht werden müssen und Fußball weiß man nie. Wir haben gegen Leverkusen eine tolle erste Halbzeit gespielt. Haben dort sofort Tore erzielt, aber in der zweiten Halbzeit haben wir auch Tore bekommen. Also die Aufgabe ist insofern sehr schwierig, schon gegen Ajax Amsterdam Tore zu erzielen und auch noch 0:0 zu spielen, wäre schon eine unglaubliche Leistung, wenn man sieht, was sie für ein Potenzial und was sie für eine Leistung im Hinspiel abgerufen haben. Vincent, welche Erkenntnisse hast du vom Hinspiel hervor? Ja, ich glaube, beim Heimspiel haben wir wirklich die Qualität von Ajax gesehen und wir waren auch enttäuscht von unserer Leistung und wie
wie der Trainer sagt, ich glaube, wir wollen uns wirklich auf unsere Leistung konzentrieren und unser wahres Gesicht zeigen morgen, weil wir wissen, wir haben auch Qualitäten und wir wollen unbedingt morgen diese Qualitäten zeigen. Weitere Fragen? Ja, ähnliche Frage an Vincent. Wie ist das innerhalb der Mannschaft? Ich habe bei Jean-Pierre gespürt, dass der Glaube da ist, dass man das schaffen kann. Wie sieht es aus innerhalb der Mannschaft? Redet ihr über dieses 3:0, das man mindestens braucht? Oder sagt ihr auch Schritt für Schritt? Aber ist der Glaube grundsätzlich da? Ja, also erst wir konzentrieren uns wirklich auf dem Spiel, auf die, wie gesagt, die Leistung. Die Aufgabe ist sehr schwierig, aber wir freuen uns auf morgen. Und ja, wie gesagt, wir müssen alles besser als ins Ajax machen und wirklich unsere technische Qualität auf eine andere Stufe machen. Und ja, also das Glauben ist immer da, aber wir wissen, das, was wichtig ist, ist wirklich die Leistung. Die nächste Frage gehört Peter Lerch. Frage an Gerardo Seane. Wenn man die ganze Saison jetzt anschaut, bis jetzt, das ist ja ein riesiger Spagat, fast nur englische Wochen in der Meisterschaft, in der Europa League, inklusive Champions League Qualifikation. Sie haben ein breites Kader und trotzdem ist es vermutlich schwer, immer die mit den Kräften zu haushalten. Sind Sie jetzt bis jetzt zufrieden mit diesem Spagat über die drei Wettbewerbe Meisterschaft, Cup und Europacup? Ja, ich denke schon, dass wir vom ersten Spieltag begonnen haben mit diesem Haushalt Sorge zu tragen. Wir haben oft rotiert, wir haben fast in jedem Spiel frühzeitig gewechselt. Wir haben immer die maximale Wechselmöglichkeit ausgeschöpft mit den 5 Wechseln. Ich glaube, es ist uns gut gelungen, diese Minuten zu verteilen. Dementsprechend haben wir jetzt auch viele Spieler zur Verfügung, wenig verletzte Spieler gehabt. Ich glaube schon, dass das uns sehr gut gelungen ist. Man darf nicht vergessen, es gibt auch noch eine mentale, kognitive Ermüdung. Bedeutet, alle Spieler, die jeweils im Kader sind, machen die Reise mit, machen die Anspannung mit, sind voll dabei. Die Spieler können oft nach den Spielen durch den Adrenalinschub weniger gut schlafen und erholen. Also die mentale Müdigkeit, die hat sich schon über die letzten Wochen und Monate angesammelt. Wenn wir bedenken, dass wir im Sommer eine Woche Ferien hatten und im Winter 10 Tage, das ist niemals genug, um richtig sich komplett zu erholen. Riesenkompliment den Spielern, was sie bis jetzt geleistet haben unter diesen Bedingungen. Nächste Frage bitte, Lukas Werder von 20 Minuten. Ja, hallo zusammen. Du warst jetzt vor der Zeit im Handelsleib dran. Ich bin für den Comeback dieses Wochenende. Vorbereitet in die Rolle gespielt, ob irgendwie nicht gesagt wird, kein Liverpool, ich habe Barcelona, also bestimmtes Spiel, wo schon mal eine Mannschaft eine Erfolgung hat, eine 3. Entschuldigung, wir haben die fast nicht gehört. Kannst du das noch einmal wiederholen, bitte auf Hochdeutsch? Ja. Die Frage ging darum, ob ihr in der Vorbereitung irgendwie ein Video studiert habt von Barcelona gegen Liverpool oder sonst ein Spiel, wo im Rückspiel schon mal fast ein Wunder oder ein Comeback, ein unglaubliches Comeback, was ist im europäischen Fußball? Nein, haben wir nicht. Unsere Spieler, ich bin überzeugt, jeder Spieler kennt solche Spiele aus dem Fernsehen. Einige Spieler haben solche Spiele auch schon erlebt, wo man 2:0 hinten ist und ein Spiel noch dreht auf ein 4:2. Solche Dinge entstehen ohne Videoanschauung oder eine Planung. Entscheidend ist, wie ist die Einstellung auf dem Platz? Ist der Glaube da? Ich glaube, das geht auch um diese Frage. Selbstverständlich ist der Glaube da. Das ist da, dass wir etwas machen können, aber es wäre total verfehlt, hier eine Prognose abzugeben, wenn wir die Kräfteverhältnisse letzten Donnerstag gesehen haben. Danke. Marco Oppliger von Tamedia, bitte. Ja, ich habe auch noch eine Frage an den Trainer. IBE ist ja lange nicht mehr so dominiert worden von einem Gegner, wie es letzte Woche der Fall war.
Was hat das in der Mannschaft ausgelöst? Haben Sie irgendetwas erkennen können? Ja, in erster Linie sind wir immer extrem selbstkritisch. Wir wussten, dass wir an diesem Tag nicht 100% unseres Leistungsvermögens abrufen konnten. Da ist immer auch eine gewisse Enttäuschung da nach dem Spiel. Man ist enttäuscht, dass man es nicht geschafft hat, diese Dinge auf den Punkt vielleicht umzusetzen. Auf der anderen Seite sicher auch ein wenig, vielleicht kann man das sagen, Resignation, Machtlosigkeit in diesem Moment im Spiel, wo man merkt, hey, die sind am heutigen Tag einfach besser als wir. Aber solche Spiele haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt, in Turin gegen Juventus. Und solche Spiele können sehr hilfreich sein, auch für die Spieler, um zu sehen, was noch fehlt, wo wollen wir vielleicht hin, irgendeinmal individuell und auch als Mannschaft, was können wir wirklich noch verbessern. Es war für uns alle eine Lehrstunde und wir können davon nur lernen. Vincent, es war die erste IB-Niederlage in diesem Jahr. Welche Erkenntnisse und Lehren hast du daraus gezogen? Ja, also von solchen Niederlagen kannst du, ich glaube, viel lernen, weil, ja, wie der Trainer gesagt hat, es war beeindruckend, wie sie in Ajax gespielt haben. Und dann, ja, kannst du viel von jedem einzelnen Spielern lernen, mit welcher Intensität sie spielen, mit welcher Qualität und mit welcher, ja, jeder Pass ist wichtig und du merkst, dass sie wollen unbedingt den Ball halten und von solchen Spielen und von solchen Spielen kannst du wirklich viel lernen, um dich weiterzuentwickeln. Gibt es noch weitere Fragen? Alain Kunz. Ja, Vincent, jetzt haben wir über die Stärken von Ajax Amsterdam gesprochen. Die waren wirklich sehr, sehr augenscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, im Hinspiel. Was macht euch jetzt Mut, dass ihr diese europäische Großmannschaft, Großmacht schlagen könnt? Was sind das für Dinge? Ja, erst, ich glaube, wir sind alle in dieser Mannschaft sehr ehrgeizig. Wir wollen alle weiterkommen, wir wollen uns alle weiterentwickeln und wir wissen das und wir freuen uns, gegen solche Mannschaften zu spielen und um unsere Qualitäten zu zeigen. Es ist uns nicht gelungen in Amsterdam, aber ja, wir haben eine neue Chance morgen und wir wollen die greifen, um zu zeigen, wir können auch kicken. Ich glaube, Peter Lerch hat die nächste Frage. Ja, noch an Gerardo Seoane. Lille ist ja Leader in der französischen Meisterschaft vor Paris Saint-Germain. Lille wurde in den 16. Finals zweimal geschlagen von Ajax Amsterdam. Also die Stärke von Ajax Amsterdam ist ja manifest offensichtlich. Waren Sie trotzdem überrascht noch im Spiel in Amsterdam von der Stärke von Ajax? Zusätzlich noch überrascht, dass der Unterschied an diesem Abend dann so groß war? Nein, nicht überrascht. Wenn du in Frankreich an erster Stelle bist, hast du eine enorme Qualität. Wenn du eine solche Mannschaft zweimal schlägst, zeigt das, wie stark Ajax ist. Nicht vergessen, Ajax hat Champions League gespielt. Wir können diese Stärkenverhältnisse relativ gut einordnen mit den Erfahrungen der letzten Jahre. Wir haben es nicht geschafft, diese 10-15% auf den Platz zu bringen, um dem Gegner ein bisschen das Leben unangenehmer zu machen. Wir wissen, dass auswärts international immer extrem schwierig ist. Wir wollten ein engeres Resultat, weil wir auch wissen, dass wir international vor allem bei Heimspielen gegen viele Mannschaften, Ausrufezeichen setzen konnten in der Vergangenheit, gegen Leverkusen, letztes Jahr hier auch gegen Feyenoord oder gegen Glasgow, gegen Juventus Turin. Also wir haben schon Ausrufezeichen gesetzt in der Vergangenheit. Schon auch vor meiner Zeit hat IB zu Hause gute Spiele gemacht. Und das war natürlich auch im Hinterkopf von uns. Und jetzt ist die Ausgangslage, die sie ist. Wir wollen trotzdem für uns ein Ausrufezeichen setzen, eine gute Leistung abliefern und, wenn es möglich ist, das Maximum rauszuholen. Gibt es noch Fragen? Ich
schaue noch einmal auf den Bildschirm, schaue in die Runde. Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank für das Erscheinen. Noch zwei Hinweise. Ajax Medienkonferenz ist um 18.45 Uhr hier. Es gibt wieder die Möglichkeit, per Link zugeschaltet zu sein. Und dann ist das Training um 19.30 Uhr hier im Stadion. Die ersten 15 Minuten sind offen für die Medienschaffenden. Besten Dank und einen schönen Tag.